Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video würde ich gerne ein Thema ansprechen, das mir immer wieder begegnet. Ich lese immer solche Sätze wie Wildpferde oder Pferde sind Steppentiere. Sie sind keine saftige Gräser gewöhnt. Pferde essen kein saftiges Gras, sie essen nur trockene Halme und suchen nach Futter. Sie magern im Winter ab, weil sie nach Futter suchen. Und ähnliche Aussagen. Und ich möchte gerne hier euch zeigen, dass das wieder mal einfach ihre Glauben sind, die irgendjemand, wer, ich weiß es nicht wer, verbreitet hat, der die Pferde vielleicht dort erlebt hat, wo sie nicht genügend zum Essen hatten. Meistens sind es Gegenden, wo die Pferde von den Menschen verdrängt sind und wo sie nicht genügend leider zum Essen finden. Dann werden wir abgemagerte Pferde sehen im Winter oder auch im Sommer. Wir haben da Fälle in Niederlanden, wo wir abgemagerte Pferde sehen, die sogar von Hunger sterben. Ja? Aber das sind keine natürlichen Umstände. Hier muss man ganz genau unterscheiden. Was machen die Pferde, wenn sie geeignete Umstände haben? Und darüber habe ich ja auch in meinem Buch geschrieben, ja, Artgerechte Pferdefütterung, habe ich hier ausführlich Entwicklungsgeschichte der Pferde beschrieben, ja, wo die Pferde herkommen, wie sie sich entwickelt haben und was diese Pferde auch gegessen haben durch ihre Geschichte, wo alles die Pferde leben, ja, was sie essen und so weiter, findet ihr alles in diesem Buch. Und dann werdet ihr sehen, dass die Pferde immer diese Gegenden aussuchen werden, die natürlich genügend Futter für sie bieten, wie jedes andere Tier auch. Kein Pferd wird im Winter hungern, wenn es nicht vertrieben ist von seinem ursprünglichen Gebiet, wo das Pferd sich selbst ausgesucht hat, was es ist oder wo es lebt. In diesem Video möchte ich euch zeigen, was Wildpferde essen, welche saftige Gräser diese Wildpferde essen, dass diese Gräser, Obergräser wie Untergräser, von der Stärke sehr wohl mit unseren Wiesen vergleichbar sind, auch dort, wo sogenannte Zuchtgräser vorhanden sind, die für Rinder meist gezüchtet, weiterentwickelt und gesät wurden, ist es besser, die Pferde grasen zu lassen, als sie nicht grasen zu lassen. Es ist sehr wichtig, den Pferden in dieser Zeit genügend immer Heu anzubieten, gutes Heu, auch Luzerneheu, wenn ihr gutes Heu finden könnt, Hafer, Obst, Gemüse, Kräuter und Minerale nach Academia Liberty, dann werden diese Pferde ohne Probleme mit diesen Gräsern auch zurechtkommen und unabhängig davon könnt ihr eure Weiden sehr schnell aufwerten. Es geht innerhalb von einem Jahr, dass eure Weiden wieder natürlich werden, was ich auch wieder in dem Buch beschrieben habe, ganz genau, Stallmanagement, Weidenmanagement und so weiter, was ihr tun könnt in kürzester Zeit, damit die Weiden für eure Pferde viel bekömmlicher werden. Hier zunächst diese Aufnahmen von den Wildpferden, damit ihr euch ein Bild davon machen könnt, welche Gräser dort wachsen und was die Wildpferde eigentlich so essen.
Und noch was dazu, ich habe ein kleines Video für euch gemacht von dem Teil von meiner Wiesen beziehungsweise Teil von meinem Garten, wo die Pferde grasen. Ich habe dort Gräser mal ab und zu mal gesät, verschiedene oder Kräuter, aber dort wurde nie gedüngt. Und das möchte ich euch auch zeigen, wie diese Gräser oder welche Gräser dort wachsen und wie sie aussehen. Jetzt Ende Mai sozusagen, weil ich lasse sie immer so hoch wachsen dort. Und dann könnt ihr auch dort sehen, welche starke Gräser, saftige Gräser dort wachsen auf einer unbehandelten Wiese und was meine Pferde so in dieser Zeit auch grasen. Hier könnt ihr sehen, was auf dieser Wiese wächst und dass die Wildpferde genau das Gleiche eigentlich haben, je nachdem in welcher Klimazone sie leben natürlich. Und sie werden diese gleichen Pflanzen auch essen und die vertragen sie natürlich hervorragend, genauso wie unsere Pferde, wenn sie in einem guten Stallmanagement leben. Wie Academia Liberty Stallmanagement, wenn die Pferde alle Stoffe zur Verfügung haben, die sie brauchen, wenn sie Wiese brauchen. Pferde müssen grasen, ich wiederhole das immer wieder, damit sie gesund bleiben können. Und sie wissen dann nach ihren intakten Instinkten auch, was sie brauchen. Also kann ja mal dann in ein paar Tagen oder in einer Woche wieder filmen, was von dieser Wiese übrig geblieben ist, weil ich werde jetzt die Pferde jeden Tag in den Garten holen für circa 3 Stunden täglich oder 3-4 Stunden lasse ich sie ungefähr,
weil dann wollen sie dann auch wieder von alleine zurück in ihren Stall, wo sie auch Heu haben. Dort haben sie natürlich auch jede Menge zu grasen. Es ist aber so, dass ich tatsächlich Unterschied merke zwischen anderen Wiesen und diesem Stück hier. Also hier habe ich ja teilweise Samen gestreut von vielen Kräutern und man sieht ja auch eben, was hier alles wächst. Und dann kann ich ja mal filmen, was von dem Garten übrig geblieben ist nach einer Woche, wenn die Pferde das ziemlich abgrasen werden alles. Und danach wird die Wiese dann auch gemulcht. Das mache ich jedes Jahr so, dass ich die Pferde circa zu dieser Zeit Mitte Mai, Anfang Juni, je nach Wachstum, hier bringe, sie abgrasen lasse, dann die Wiese mulche, dann wächst die Wiese wieder. Und wenn sie wieder so hoch ist ungefähr, man sieht ja, da sind ja auch reife Grassamen schon da, da sind viele Untergräser, die saftig sind und auch Obergräser, die schon Samen gebildet haben. Das ist ganz, ganz wichtig, weil die Wiese tut sich dann auch praktisch von alleine immer wieder aussehen. Das ist auch ganz toll zu dieser Zeit, weil teilweise die Samen schon rausfallen, aber es sind auch noch viele drinnen. Also die Pferde haben was davon, die Wiese hat was davon. Das ist so, wie ich das handhabe, jedes Jahr. Und die Wiese wächst bis zu dreimal im Jahr zu diesem Stand, wo Blüten und Samen gebildet werden und die Pferde grasen. Deshalb manchmal auch zweimal nur, je nach Wetter. Wenn es zu trocken ist, dann wächst die Wiese natürlich nicht so schnell. Wir haben dieses Jahr es ist sehr kalt im Vergleich zu allen Jahren davor, seitdem ich hier bin. Und es ist kalt und nass, was natürlich toll ist für die Pferde und für die Wiesen. Und ich hoffe, das bleibt ja auch so für den Rest des Jahres, dass wir immer wieder Regen haben. Ich wollte euch auf jeden Fall hier mal zeigen, welche saftige Gräser meine Pferde essen. Und ich sorge dafür, dass sie ganzes Jahr über diese saftige Gräser haben, weil wir immer wieder Diskussionen haben in bestimmten Zeitschriften, die das verbreiten oder andere Experten, dass die Pferde keine saftige Gräser vertragen. Und das ist nicht wahr. Wildpferde essen sehr viele saftige Gräser. Meine Pferde essen sehr viele saftige Gräser. Und das ist normal. Die brauchen das genauso wie die trockene Gräser. Also Pferde sind nicht Steppentiere. Pferde leben in allen möglichen Ländern, in allen möglichen Klimazonen. Und sie kommen in allen diesen Klimazonen auch zurecht.
So, ich hoffe, dieses Video gibt euch weiteres Wissen über die Pferde, über die Wildpferde und animiert euch auch dazu, inspiriert euch dazu, dass ihr alles hinterfragt, was euch erzählt wird, was ihr in Pferdezeitschriften liest, was ihr in verschiedenen Büchern liest. Ihr müsst schauen, welche Literatur ihr liest, welche Informationen ihr bekommt, dass es nicht materialistische Medizin ist, die nur Pferde in Gefangenschaft kennt und sonst nichts, und die künstlichen Krankheiten, die dort entstanden sind, aufgrund der falschen Ernährung und falschen Haltung der Pferde, Benutzung der Pferde, oder aber auch nicht irgendeine subjektive Meinung aufgeschriebene, die vielleicht nur ein Aspekt von irgendetwas zeigt, sondern dass ihr euch Fülle an Informationen holt, dass ihr vielleicht auch selbst zu meinen Wildpferde-Workshops kommt, wo ihr sehen könnt, was die Pferde essen, wie sie leben, wie sie sich bewegen, wie die Hufe aussehen, dass es dort keine Hufe gibt und alles das, was in der Pferdeszene einem auch erzählt wird, dass es auch nicht so viel mit Wirklichkeit zu tun hat, beziehungsweise dass es nur aus einem Blickwinkel auch untersucht würde und gesehen würde. Und ich versuche immer alles ganzheitlich zu sehen, alles ganzheitlich zu behandeln, weil alles eins ist. Ja, wir sind eins mit der Natur. Wir sind von der Natur abhängig, von Wetter, von allen Umständen, und gerade die Pferde, die ja nur draußen leben, kriegen das ja alles mit, kriegen das alles ab von der Natur direkt. Und deshalb sind sie der Natur viel näher, als wir es sind. Und sie wissen es eigentlich viel besser als wir. Daher mein Rat an euch, lernt von den Pferden, weil da werdet ihr viel mehr lernen als sonst wo. Und bis dahin, bis zum nächsten Video, wünsche ich euch das Beste mit euren Pferden.